Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Zuerst einmal entschuldigt, dass ich die letzte Zeit ein bisschen stiller war. Ich hatte erst ein krankes Kind hier zu Hause und es war alles ein bisschen stressig, deswegen kam ich nicht wirklich zum Gießen. So first of all, sorry that I have been pretty quiet the last week, but my son was sick and it was quite chaotic at home and stressful. So I didn't have any time to pour or to make any videos, but today. Today we are making the Dali Dots. I put up a new online course on my website. You will find everything down in the description box. And I will just try this in a kind of different way than in the online course, but a similar way. Also, ich habe mir gedacht, ich habe vorletzte Woche, die Dali Dots Technik auf meine Webseite gestellt als Online-Kurs. Findet ihr alles in der Beschreibungsbox unten. Und ich dachte mir, wir machen das jetzt nochmal ein bisschen anders. Nicht gleich wie in dem Kurs, sondern eben etwas anders. Und ich habe mir hier meine Farben angemischt und mein Weiß angemischt. Und wie der Name Dots schon sagt, machen wir extrem viele Punkte. Ich beschleunige das auch ein bisschen, dass das Video nicht so lange wird und ihr könnt quasi einfach zuschauen. Die genaue Rezeptur, die genaue Maßangabe, wie viel Gramm mit was und welche Farben, findet ihr alles in dem Kurs. Wie gesagt, ist unten verlinkt, wenn ihr da gucken wollt. Und ich habe mich diesmal, wie gesagt, für ein Türkis oder ein Petrol entschieden. Ist, wie gesagt, ein bisschen anders, aber vom Prinzip her sehr, sehr ähnlich. So, this time I decided to go with kind of a petrol color. Petrol turquoise teal color, and it's a little bit different than the one in the course, but it's similar. So, but if you want to know the exact recipe, how many grams of what, and so on and so forth, you will find everything down in the description box on my website. Okay, so now I will just put on some music because there is not a lot I can tell. It's just making drops after drops after drops. And I will see you for the molding. Also, ich mache euch jetzt ein bisschen Musik auf die Ohren, weil es da gar nicht so viel zu erzählen gibt. Ich mache extrem viele Punkte. Macht übrigens total viel Spaß, das Ganze. Und ich kann da nicht wirklich viel erklären, außer dass ich, wie gesagt, einen Punkt nach dem anderen mache.
So, die Punkte sind so gut wie gemacht. Ich habe von Laura's Art Corner ein bisschen Ocean Splash. Da mache ich mir noch etwas in klares Harz für die Mitte. Und dann sind wir schon fast fertig. So, I made almost all my dots. I mixed up some glitter. This is Ocean Splash from Laura's Art Corner. And I just mixed this into a tiny bit of resin. And then we are almost ready. Just a little bit more of the clear, the glitter, and a few drops more. I put in some, a little bit too much of the clear resin. Ich habe ein bisschen viel Harz reingemacht, aber es geht noch. Die Form ist noch nicht zu voll. Aber mein Tisch ist nicht ganz gerade. Ich sehe das immer, wenn die Form voll ist. Ich muss meinen Tisch irgendwie anders aufbauen. Ich schiebe mir da jetzt einfach mal so ein Rührstäbchen unter meine Pappe, damit das ein bisschen gerader ist. Mach meinen Glitzer rein und mach noch ein paar Punkte. So, my table is not really leveled. So I just put a popsicle stick underneath my cardboard where I placed my mold on top of. And yeah, just put my glitter in the center, make a few more drops, and then we are ready. So, es ist der nächste Tag und wir können endlich entformen. It's the next day and we are ready to demold. Ich habe hier noch so ein kleines Leftover mit Glitzer gemacht. This is my little leftover pumpkin with a little bit of glitter. But now we can demold the coaster. In case this is a little bit blurry, I'm sorry, I guess I touched my camera of my mobile. Wenn das Ganze gerade so ein bisschen nicht ganz klar ist, das Bild, dann tut es mir leid, dann bin ich mit meinem Finger wohl irgendwie so ein bisschen aufs Handy gekommen. Aber hier ist das Ergebnis. So, this is the final result. You cannot really see the glitter or the shimmer. I will show you some pictures in the end. Ich mache euch jetzt noch ein paar Bilder, weil man den Schimmer noch nicht ganz so sehen kann. Aber hier ist er. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier sieht man den Glitzer. Und ja, wie immer, hinterlasst mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und hinterlasst mir einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video. So, I hope you like this little video. As always, leave me a thumbs up, subscribe to my channel, leave me a comment down below, and I will see you in the next video. Bye-bye.